Hallo ihr Lieben, wie ihr dem Videotitel und dem Thumbnail entnehmen konntet, habe ich heute wieder eine Buchvorstellung für euch. Und zwar habe ich dieses Schätzchen hier gelesen, Renegades, geheimnisvoller Feind von Marissa Meyer. Das ist der zweite Teil der Renegades-Reihe. Es wird hier noch ein dritter Teil auf jeden Fall folgen. Der kommt nächstes Jahr im Frühjahr, glaube ich, erst raus. Und ich bin schon sehr auf den dritten Teil jetzt gespannt, nach dem zweiten Teil hier. Und wie mir das Buch hier gefallen hat, das verrate ich euch jetzt. Ich werde diese Buchvorstellung natürlich wie immer spoilerfrei halten. Wenn ich am Ende noch etwas dazu sage zum Buch, was nicht spoilerfrei ist, sage ich euch vorher auf jeden Fall Bescheid. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Da ihr ja immer Hunde-Content wollt, hier ist Milo. Er hat sich jetzt mal hier auf seinem Kissen drapiert. Und ja, ich lasse ihn jetzt einfach mal hier so im Bild. Da könnt ihr ihn noch ein bisschen angucken. Auch wenn man ihn nicht richtig sieht. Dann sollen wir noch ein Stückchen drehen. So. Was machst du jetzt? Okay, er will nicht in die Kamera gucken. Er baut sich ein Bett. Wie immer das halt so macht. Guck mal, jetzt sieht man hier noch das Weiße. Warte, nun ist er wieder zumachen und sieht das doch für die Kamera nicht schön aus. Warte. So, nochmal Fütchen. Fütchen hoch. So. Wir lassen Milo jetzt einfach im Bild, da habt ihr noch ein bisschen Flauschi-Content. Und ja, ich wollte gerade sagen eigentlich, da das hier der zweite Teil ist, kann ich euch zum Inhalt nicht so viel verraten. Es geht hier immer noch um Nova, die zu den Anarchisten gehört, und um Adrian, der zu den Renegades gehört. Und wir haben im ersten Teil erfahren, dass Novas Onkel von den Renegades getötet wurde, dass ihre komplette Familie getötet wurde und die Renegades, die ja die Beschützer der Menschen sind, ihre Familie nicht gerettet haben. Und Nova hat sich deswegen den Anarchisten angeschlossen. Ihr Onkel war auch der Anführer der Anarchisten und der Anführer einer Rebellion. Und ja, wie gesagt, ihr Onkel ist vor einigen Jahren bei einem großen Kampf ums Leben gekommen. Und Nova und die restlichen Anarchisten versuchen halt immer noch, die Renegades zu bekämpfen und zu besiegen. Eines Tages hat Nova die geniale Idee, sich bei den Renegades einzuschleusen. Und die Anarchisten verbergen ihre Gesichter mit Masken. Also Nova hat das zumindest immer gemacht, bei den anderen ist das jetzt nicht ganz so. Die Gesichter kennt man, aber Novas kennt man halt nicht. Und deswegen hat sie sich dann bei den Renegades eingeschleust, um diese halt zu infiltrieren und auszuspionieren und halt einen Plan, sich zu erdenken, wie man sie denn besiegen kann. So, das war in Teil 1. In Teil 2 setzen wir jetzt quasi auch genau wieder dort an, vom Ausgangspunkt her. Wir hatten ja hier am Ende vom ersten Teil einen fiesen Cliffhanger. Und dieser Cliffhanger kam erstmal auf den ersten 150 Seiten vom zweiten Teil nicht zur Sprache, was mich persönlich echt irritiert hat, weil ich dachte so, hä, was ist jetzt mit dem Cliffhanger? Wieso läuft das jetzt hier ganz normal weiter, wie als hätte es diesen nie gegeben? Und das hat mich schon so ein bisschen verwirrt am Anfang auch. Und wie gesagt, auf den ersten 150 Seiten kam das nicht zur Sprache, aber dann ist das wieder zur Sprache gekommen und dann hat sich die Geschichte auch dahingehend entwickelt, dass das Ganze auch noch eine Rolle gespielt hat. Im zweiten Teil ist auch nochmal ein Element drin, was die Geschichte nochmal komplett dreht, was Superhelden-Superschurken-Verhältnis betrifft. Und man fragt sich dann im Laufe der Geschichte, wer ist hier gut und wer ist jetzt hier eigentlich böse. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass das Buch so eine Entwicklung durchgemacht hat. Und ich bin jetzt auf jeden Fall nach den Ereignissen, was hier am Ende passiert, so gespannt auf den dritten Teil. Ich kann euch leider nicht verraten, was hier am Ende passiert, wie auch beim ersten Teil damals nicht. Aber ich bin so gespannt jetzt auf den dritten Teil und wie das Ganze dann ausgeht und wie sich das Ganze jetzt noch entwickelt, weil der dritte Teil, da wird echt viel passieren. Denn ich glaube, das ist ja eine Trilogie. Oder ist das eine Tetralogie? Ich glaube, es ist eine Trilogie. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf die Geschichte, wenn die dann nächstes Jahr im Frühjahr rauskommt und wie das Ganze dann hier enden wird. Ich gehe jetzt einfach mal von aus, es ist eine Trilogie. Und ja, was den Inhalt betrifft, hat mir das Buch wieder gut gefallen. Ich kann nur sagen, dass mir die Entwicklung in der Geschichte sehr gut gefallen hat. Die Geschichte entwickelt sich sehr, sehr langsam. Das war auch im ersten Teil schon so, dass diese Geschichte sehr ruhig erzählt wird und dass sie jetzt nicht so eine spannungsgeladene, actionreiche Geschichte hat. Sie hat ihre Spannungs- und Action-Momente auf jeden Fall. Das definitiv. Aber es ist eine Geschichte, wie gesagt, die sehr ruhig erzählt wird und die sich langsam entwickelt. Deswegen hat man halt auch auf den ersten 150 Seiten nicht zum Cliffhanger mitgekriegt. Und ich muss sagen, dass mich das persönlich bei dieser Geschichte nicht gestört hat, weil mir das Ganze drum und dran sehr gut gefallen hat. Aber
ich habe beim ersten Teil auch viele Leute gesehen, die gesagt haben, oh, das war mir zu langweilig. Und ich kann den Leuten nur sagen, wenn ihr den zweiten Teil lest, es entwickelt sich genauso wie im ersten Teil auch wieder. Also wenn euch der erste Teil schon zu langweilig war, zu ruhig war, würde euch das beim zweiten Teil auch wieder passieren. Deswegen wollte ich das an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen, dass der zweite Teil exakt wie der erste ist, was den Verlauf, die Entwicklung und die Spannung und das alles betrifft. Was die Charaktere betrifft, mochte ich die Charaktere wieder sehr. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Nova und Adrian. Ich mag aber auch die Anarchisten sehr gern. Also Honey zum Beispiel, finde ich, ist ein super Charakter. Und auch die anderen Renegades aus Nova, ihrem Team, die mag ich sehr. Und ich finde, man hat als Leser, man kann sich als Leser nicht richtig vorstellen, dass das so gut gegen böse ist, weil man versteht ja die Renegades und ihre Absichten, man versteht aber auch die Anarchisten und ihre Absichten. Und deswegen ist es für mich jetzt so ein bisschen schwierig, die Anarchisten so richtig als die Bösen zu sehen. Es sind Schurken, das ist keine Frage, aber sie sind nicht wirklich bösartig. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie sich das hier im dritten Teil auf jeden Fall entwickeln wird und was da alles noch passiert. Ich bin gespannt, wie sich die Geschichte im dritten Teil jetzt vielleicht auch nochmal dreht. Wie gesagt, gerade mit den Wendungen, die am Ende vom zweiten Teil passiert sind, bin ich sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Ja, aber was die Charaktere betrifft, ich fand die Entwicklung, die die Charaktere in diesem Buch wieder durchgemacht haben, haben mir sehr gut gefallen. Ich fand es cool zu sehen, wie Nova sich weiterentwickelt hat in Richtung zu einem normalen Menschen. Nova ist ja in Untergrund aufgewachsen, in so einem ollen U-Bahn-Schacht-Tunnel und hat halt nicht viel von der normalen Welt, sage ich jetzt einfach mal, mitbekommen, aufgrund dessen, dass sie ja von klein auf bei ihrem Onkel aufgewachsen ist und der ja halt ein Anarchist war. Und Nova hat ja dann so im ersten Teil, nachdem sie den Renegades beigetreten ist, so das normale Leben kennengelernt und das hat sie auch hier wieder. Und daraufhin verändert sich natürlich auch ihr Blickwinkel und ihre Meinungen und das alles. Und das finde ich sehr, sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen. Die Liebesgeschichte von Nova und Adrian spielt auch hier natürlich wieder eine Rolle. Die Geschichte entwickelt sich natürlich auch weiter, sie entwickelt sich auch sehr, sehr langsam. Was ich auch okay finde, denn unsere Charaktere hier sind 16 bzw. 17 und sind beide auch nicht so die Charaktere, die sagen, ja, ich weiß, was ich will. Sie sind beide noch sehr unerfahren und das fand ich so niedlich streckenweise, wie die da so einen Eiertanz um sich gemacht haben. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und ja, was Adrian betrifft, den finde ich auch einfach mega. Ich finde, der hat die coolste Superkraft von allen. Also wirklich, Adrian hat die coolste Superkraft ever, ever, ever. Was der damit alles machen kann, das ist der Hammer. Das ist einfach nur richtig, richtig krass. Ja, ansonsten, was das Setting betrifft, hat es mir natürlich auch wieder mega gut gefallen. Wir haben hier wieder das unglaubliche Feeling. Ich hatte ja beim ersten Teil gesagt, dass ich das Setting so vom Aufbau, von der Welt her und wie das alles erzählt wurde, komplett die Welt von den Unglaublichen vor mir hatte. So eine Mischung aus 50er Jahre und Moderne. Und das gefällt mir einfach immer noch unglaublich gut. Also vom Setting her kann ich auch wirklich nur sagen, mega, mega, mega gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen wieder. Und auch die Orte, die Marissa Meyer hier ausgesucht hat, die sie uns neu gezeigt hat, die wir noch nicht kannten, das fand ich auch wieder super. Und ja, also vom Setting her kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Hat mir wieder sehr gut gefallen. Was den Schreibstil von Marissa Meyer angeht, kann ich auch nur sagen, dass das ein lockerer, leichter Jugendbuchschreibstil ist. Das Buch ist zwar relativ dick, aber wir haben auch eine relativ große Schrift. Also es ist nicht so viel, wie es auf den ersten Blick aussieht. Und ja, Marissa Meyer hat wie gesagt einen lockeren, leichten Jugendbuchschreibstil. Sie schreibt jetzt nicht kompliziert oder irgendwas. Sie verwendet auch nur leichte Metaphern, also Sachen, die wirklich für einen Jugendlichen ganz einfach zu lesen und zu verstehen sind. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin dadurch sehr, sehr locker flockig durch das Buch gekommen. Ich habe mir Zeit gelassen mit dem Buch. Ich wollte es genießen. Ich habe jeden Tag so um die 100 Seiten gelesen. Habe dann nach 4 Tagen war ich fertig. Also andere nehmen jetzt eine andere Zeitspanne, um Bücher auszulesen. Aber für mich waren 4 Tage halt schon viel. Wie gesagt, ich habe mich dann halt auch immer gebremst und gesagt, nein, du liest heute nur 100 Seiten. Du möchtest das Buch ja auch genießen. Und ja, ich fand das Buch wieder toll. Ich bin gespannt auf den dritten Teil. Ich bin gespannt, was da jetzt alles noch passiert, wie die Autorin das Ganze enden lässt. Und mein Fazit zu Renegades ist, dass die Fortsetzung dem ersten Teil im Nichts nachsteht. Es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr ruhig erzählte Geschichte, die jetzt nicht die ganze Zeit einen hohen Spannungsbogen hat. Das muss man einfach nochmal sagen an der Stelle. Aber mich hat das persönlich nicht gestört. Ich fand die Geschichte einfach richtig, richtig toll. Ich finde die Welt einfach mega genial. Ich liebe die Charaktere und ich kann euch Renegades immer wieder nur empfehlen. Wenn ihr Superhelden, Superschurken-Geschichten mögt, dann schaut euch das Schätzchen hier und den ersten Teil, das ist der hier,
Schaut euch die Bücher auf jeden Fall an. Lest da mal rein. Ich finde sie mega gut. Ich freue mich auf den dritten Teil und ich bin so gespannt nach dem Ende, was hier dann alles passieren wird. Und ja, ich liebe die Geschichten. Ich kann wirklich nur sagen, lest es, lest es, lest es. Wenn euch das nicht stört, dass das Buch ein bisschen ruhiger ist. Und mehr kann ich dazu jetzt im Endeffekt auch nicht sagen. Ich würde jetzt noch kurz zwei, drei Sachen erzählen für die Leute, die das Buch schon gelesen haben, wie ich bestimmte Dinge empfunden habe in der Geschichte. Deswegen würde ich allen, die nicht gespoilert werden möchten, jetzt sagen, schaltet bitte ab. Bei denen bedanke ich mich schon mal fürs Gucken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und alle anderen, die gespoilert werden möchten und das Buch vielleicht auch schon gelesen haben, bleibt einfach dran. Ich werde jetzt nochmal zwei, drei Sachen aufgreifen, die hier im Buch passiert sind, wo ich sage, oh mein Gott, was zur Hölle. Und ja, deswegen kommt jetzt ein nicht spoilerfreier Teil. Was für ein Buch, Leute. Ich fand das Ende vom ersten Teil, wo auf einmal ihr Onkel wieder aufgetaucht ist, so gut. Ich habe das echt mega gefeiert. Ich dachte, what the fuck, der lebt noch. Der hat sich all die Jahre da unten versteckt und hat gewartet, bis seine Zeit wieder kommt und er wieder quasi auferstehen kann. Das fand ich so mega krass. Ich habe mich zwar mal noch gefragt, wie der da unten überlebt hat, weil das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Und er ist ja jetzt auch, wie man im zweiten Teil damit bekommt, der sehr, sehr krank. Und seine Kräfte schwinden ja und er ist sehr gebrechlich. Und deswegen frage ich mich die ganze Zeit, wie der da unten überlebt hat, so alleine. Er konnte nicht mal eben in den Supermarkt einkaufen gehen. Also, so, jetzt musste ich den obligatorischen Akkuwechsel mal fix machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo genau die Kamera ausgegangen ist. Auf jeden Fall hatte ich ja gerade gesagt, dass ich ein bisschen verwundert war, wie Ace unten in dieser Gruft überleben konnte. Aber vielleicht hat Phobion oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ihm ja geholfen, all die Jahre zu überleben. Und ja, mich hat halt verwirrt am Anfang, dass von dieser Begegnung am Ende vom ersten Teil von Ace überhaupt nicht die Rede war. Das setzt wieder ganz normal an, wie Nova auf Patrouille geht mit ihrem Team. Und du denkst ja so, hä? Was ist jetzt mit Ace? Und ja, das erfährst du ja dann erst auf Seite 150 so ungefähr. Das fand ich am Anfang schon ein bisschen verwirrend, aber es war dann für mich auch okay. Aber ich habe mich halt gewundert, weil normalerweise, wenn du so einen fiesen Cliffhanger hast, steigst du auch mit diesem Cliffhanger wieder ein. Und das war halt hier nicht der Fall, deswegen war ich da am Anfang so echt verwundert. Ansonsten fand ich es gut, diese Entwicklung mit Agent N, mit dieser Waffe, die ja den meine Gates die Kräfte rauben kann. Und das fand ich, hat die Autorin super eingebaut, weil dadurch nochmal ein ganz anderer Faktor mit in die Geschichte kommt, was das Ganze auch nochmal um einiges spannender macht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was das betrifft, wie sich das Ganze entwickeln wird. Auch durch die Gefangennahme am Ende von Ace bin ich gespannt, was passiert bezüglich Agent N. Und ja, ich fand das einfach richtig, richtig cool, dass die Autorin da sowas eingebaut hat. Und es hat für mich auch alles komplett Sinn ergeben, wo dieses Mittel auf einmal herkommt, ne? Durch Max und die Experimente, die sie an ihm gemacht haben, dass daraus dieses Serum entwickelt wurde. Das hat für mich auch alles super Sinn ergeben. Deswegen, ich bin gespannt, was jetzt im dritten Teil bezüglich Agent N passiert. Gerade nachdem Nova ja nun dieses eine Team komplett eliminiert hat, was ihre Superkräfte betrifft. Das fand ich mega cool. Und ich fand es auch so gut, dass sie Max gerettet hat. Ich bin gespannt, wenn Max erwacht, ob er dann sagen wird, dass Nachtmahr ihn gerettet hat im Endeffekt. Denn jetzt am Ende vom zweiten Teil denkt Adrian ja gerade, dass Nachtmahr dafür verantwortlich ist und nicht die andere Genevieve oder wie sie heißt, diese Eistante da. Ich habe ihren Superheldennamen vergessen. Auf jeden Fall bin ich, was das betrifft, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und auch am Ende, wo Adrian sagt, zu Nova hilfst du mir, Nachtmahr zu finden und zu töten, dachte ich so, wow. Der ist jetzt richtig, richtig pisst, nachdem was auch mit Max passiert ist am Ende. Und ja, ich bin, was das betrifft, echt mega gespannt, wie es weitergeht. Also das war am Ende wieder so viel, was da nochmal passiert ist. Und es war einfach mega krass. Also ich fand es richtig gut. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass das ganze Buch relativ ruhig ist und dann wirklich aus die Autorin so auf den letzten 100, 150 Seiten nochmal so richtig Gas gibt und da richtig Spannung reinknallt. Weil man hat sich dann, finde ich, mit dem Anfang so ein bisschen schwer getan. Wie gesagt, mich hat es jetzt persönlich nicht gestört, aufgrund, dass das halt eine super coole Thematik ist für mich, die ich einfach mega genial finde und da ich das Setting so gut fand und die Charaktere so sehr mochte. Deswegen war das für mich auch nicht schlimm, dass die Geschichte so ein bisschen ruhiger vonstatten gegangen ist. Aber wie gesagt, ich habe einige Leute die Rezensionen gelesen und auch so auf YouTube die Meinungen gesehen, die gesagt haben halt einfach, boah, das Buch ist mir einfach zu langweilig, da passiert nichts. Und ich kann diese Leute verstehen und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil in der Geschichte einfach so viel mehr drin steckt und viele Leute aufgrund dieses
ruhigen Ablaufes wahrscheinlich auch den zweiten Teil nicht lesen werden. Das finde ich sehr, sehr schade, weil die Geschichte ist einfach mega, mega cool. So, ansonsten kann ich zum zweiten Teil noch irgendwas sagen. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und, das wollte ich noch sagen, ich fand das so mega cool, wo Adrian diesen Raum voll gemalt hat und diesen dann zum Leben erweckt hat. Das ist so krass, was der mit seiner Superkraft, mit dem Zeichnen alles kann. Und er hat einen Stern erschaffen. Und ich bin gespannt, was damit jetzt auch passiert, weil er ist ja jetzt dann in Novas Armband gegangen, als dieser Stein. Und ich bin gespannt, ob das noch irgendwas auf sich hat, dieser Stein. Vielleicht ist das ja auch so ein Anti-Abwehr-Ding für Agent N oder so. Ich bin mega gespannt. Ich bin so mega gespannt, was da am Ende abgeht. Und ich denke mir, dass im dritten Teil auch so nach und nach rauskommen wird, wer Nova ist. Weil muss es ja. Also es muss ja jetzt dann irgendwann nochmal so auf das Ende hinauslaufen und ich bin sehr gespannt, wo die Charaktere am Ende in der Geschichte stehen werden, ob Adrian vielleicht seine Meinung so geändert und am Ende auf der Seite der Anarchisten steht, denn er ist ja mit Agent N auch nicht einverstanden gewesen und ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wo uns das Ganze hinführen wird. Ich finde die Geschichte richtig toll. Ich liebe Renegades auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde das Setting toll, die Charaktere liebe ich, die Geschichte mag ich und ja, Teil 3 kommt nächstes Jahr leider erst raus, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber das ist nicht schlimm. Geduld ist eine Tugend und das sollten wir alle aufbringen. Und ja, ich finde es halt auch cool, dass die das Cover behalten haben. Also, ne, dass es das gleiche Cover, nur in einer anderen Farbe ist. Der dritte Teil sieht ja auch wieder so aus, wird dann halt nur gelb vom Schutzumschlag. Und das finde ich halt auch richtig cool, dass die da so die Cover behalten haben und dass das auch die Cover ja aus dem Original sind und dass sie die nicht geändert haben, denn die Cover passen einfach so mega gut zu der Geschichte. Finde ich ganz, ganz toll. Und mehr kann ich jetzt im Endeffekt auch nicht sagen. Milo hat sich von seinem Kissen hier auch verkrümelt. Der liegt jetzt da hinten. Also der Hund ist manchmal lustig. Manchmal muss er unbedingt total weich auf seinem Kissen liegen und dann legt er sich wieder auf die Couch und dann liegt er wieder auf dem Fußboden und dann wieder auf dem Kissen. Der wechselt immer so alle halbe Stunde, Viertelstunde immer so seine Schlafposition, bis er eine gefunden hat, wo er sagt, boah geil, jetzt kann ich hier so stundenlang schlafen. Ja, so, Flauschi-Content gab es heute auch mal wieder. Ich gehe nochmal zur Seite, da sehen wir nochmal. Und ja, mehr kann ich jetzt an dieser Stelle auch nicht sagen. Ich mag die Geschichte total. Lest sie, wenn ihr sie noch nicht gelesen habt. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall, wie immer, fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Kommt gut in die neue Woche. Es ist ja Sonntag jetzt diesmal, wo die Buchvorstellung online geht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Flauschi-Content.